We are living in a world where we face many perplexities. Wir leben in einer Welt, in der wir oft vielen verwirrenden Situationen gegenüberstehen. And we know that we will soon be facing even greater perplexities. Und wir wissen, dass uns sehr bald noch schlimmere Dinge bevorstehen. Some of the questions we have. Einige Fragen, die wir haben. What will we do? What should we do with our children? Ist zum Beispiel, was sollen wir mit unseren Kindern tun? What should I do with my life? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? A few years ago. Vor einigen Jahren. Some parents approached my parents. Da haben einige Eltern sich an meine Eltern gewandt. And they had a question for my mother. Und haben meiner Mutter eine Frage gestellt. And the question was. Und die Frage lautete. My son would like to study medicine, medical school. Go to medical school. Mein Sohn möchte gern Medizin studieren. Is there enough time for him to go to medical school? Hat er noch genug Zeit, um das Studium abzuschließen? Or is the Lord coming so soon he better not go? Oder kommt er her so bald, dass er besser nicht mehr damit anfängt? Well, my mother gave him an answer. Meine Mutter hat die Antwort darauf gegeben. I know the Lord is coming soon. Und sie sagte, ich weiß, der Herr kommt bald. But I can't tell you how soon. Aber ich kann dir nicht sagen, wie bald. You need to decide. What is God's will for your son? Du musst entscheiden, was Gottes Wille für deinen Sohn ist. Our decisions that we have to make. Unsere Entscheidungen, die wir treffen müssen, are not necessarily associated so much with time. Die sind nicht notwendigerweise immer mit Zeit verbunden oder von Zeit abhängig. They should be associated with What is God's will for my life? Sondern sie sollten davon abhängig sein, was Gottes Wille für mein Leben ist. Then we don't have to worry about time. Und dann brauchen wir uns nicht mehr um die Zeit sorgen. If we are doing his will, wenn wir seinen Willen doch tun, we are aware of the fulfillment of prophecy. Und wir sind uns bewusst, dass die Prophezeiungen sich erfüllen. You have been listening and looking at Fulfillment of prophecies here. Und wir sehen, wie die Prophezeiungen sich direkt hier und jetzt erfüllen. But we know that the four the angels are holding the four wings. Und wir wissen auch, dass die Engel noch die vier Winde zurückhalten. They are waiting for God's orders. Und dass sie auf Gottes Befehle warten. And God wants to see a faithful people. Und Gott möchte ein treues Volk sehen. Who will follow the Lamb whithersoever he goest. Ein Volk, das dem Lamm nachfolgt, wohin es auch geht. And following the Lamb whithersoever the Lamb goes. Und dem Lamm zu folgen, wohin es auch geht. Implies doing God's will in everything. Bedeutet, Gottes Willen in allem zu tun. So on a greater and a smaller scale. Sowohl in größerem als auch in geringerem Maße We need to know God's will. Müssen wir also Gottes Willen kennen. Jesus, said, Jesus hat gesagt, we read in, John chapter 5, verse 30, in Johannes 5, Vers 30, I can of my own self do nothing. Ich kann nichts von mir selber tun. As I hear, I judge, and my judgment is just. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht. Because I seek not mine own will. Denn ich suche nicht meinen Willen. But the will of the Father which hath sent me. Sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. And God's will always prevails. Gottes Wille hat immer den Vorrang. If we are doing his will, wenn wir seinen Willen tun, we don't have to worry. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Our concern should be, unsere Sorge sollte vielmehr sein, knowing God's will and following it. Dass wir Gottes Willen kennen und ihn auch befolgen. Even if other people are trying to oppose that will, selbst wenn andere Menschen diesem Willen widerstehen,
If it's God's will, wenn es Gottes Wille ist, it will happen. Wird es trotzdem geschehen. And if it's God's will for you, und wenn es Gottes Wille für dich ist, it will happen. Dann wird es geschehen. If it's your own will, wenn es dein eigener Wille ist, then you will be anxious. Dann wirst du dir Sorgen machen müssen. You will be worried. Du wirst Angst haben. Because you want to have what you want. Weil du das haben möchtest, was, ja, was du gerne haben möchtest. In Isaiah chapter 55, in Jesaja Kapitel 55, there is a Bible text that I like very much. Da ist ein Bibelvers, der mir sehr gut gefällt. And I learned its meaning through personal experience. Und ich habe seine Bedeutung durch eine persönliche Erfahrung gelernt. Verse 8. Und zwar Vers 8. For my thoughts are not your thoughts. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Neither are your ways my ways, saith the Lord. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So going back to John 5:30. Gehen wir also zurück zu Johannes 5, Vers 30. What did Jesus say when he was here on earth? Was hat Jesus also gesagt, als er hier auf Erden war? I can of mine own self do nothing. Ich kann nichts von mir selber tun. I seek not mine own will. Ich suche nicht meinen Willen. But the will of the Father which hath sent me. Sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Was this only Jesus' experience? War das nur die Erfahrung von Jesus? Or does Jesus want us to also have this experience? Oder möchte Jesus, dass wir auch diese Erfahrung machen? Well, listen to what Jesus has to say. Schauen wir mal, was Jesus uns zu sagen hat. Matthew 12, verse 50. In Matthäus 12, Vers 50. And his mother had come to seek for him and his half-brothers. Und zwar war seine Mutter und seine Halbbrüder, die waren gekommen, um nach ihm zu suchen. And the people were telling him in verse 47, Behold, thy mother and thy brothers stand without, desiring to speak with thee. Und in Vers 47, da kamen die Leute zu ihm und sagten, Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. And Jesus answered, Er antwortete aber, Who is my mother? Wer ist meine Mutter? And who are my brothers? Und wer sind meine Brüder? And he stretched forth his hand toward his disciples. Und er reckte die Hand aus über seine Jünger. And said, Behold my mother and my brothers. Und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder. And then he made this statement for all of us. Und dann hat er eine Aussage gemacht, die für uns alle gilt. For whosoever shall do the will of my Father. Denn wer den Willen tut, meines Vaters im Himmel, the same is my brother and sister and mother. Der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. So not only for Jesus, but also for us. Das gilt also nicht nur für Jesus, sondern auch für uns. We are called to follow our heavenly Father's will. Wir sind berufen, um dem Willen unseres himmlischen Vaters zu folgen. Now is it easy to follow God's will? Ist es einfach, um Gottes Willen zu folgen? It is a blessing to follow God's will. Es ist ein Segen, um Gottes Willen zu folgen. But it is not easy because many times it's different from our will. Es ist aber nicht immer einfach, weil oft sein Wille unseren Willen kreuzt. We just read in Isaiah chapter 55. Das haben wir gerade in Jesaja Kapitel 55 gelesen. And God is speaking. Wo Gott gesprochen hat. My thoughts are not your thoughts. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. My ways are not your ways. Meine Wege sind nicht eure Wege. In 1994. Im Jahr 1994. I wanted to serve the Lord. Wollte ich dem Herrn dienen. I had been working for him full time for 2 years at least. Und ich hatte mindestens 2 Jahre lang mich völlig in seinen Dienst gestellt. And I had been offered a donation of a complete printing press operation. Und mir wurde angeboten, dass man mir eine völlige Druckerausrüstung schenken würde. For the literature evangelism and publication work. Für Veröffentlichungen und die Buchevangelisation. But we had a problem. Aber wir hatten ein Problem. In the farm, in the school where we lived,
Auf der Farm und in der Schule, wo wir wohnten, there was no electricity. Da gab es keine Elektrizität. And the road was very bad. Und die Straße dorthin war sehr schlecht. Every time it rained, jedes Mal, wenn es regnete, we had no road. Gab es keine Straße mehr. So I thought, how can we bring a print shop here and operate it? Und wir haben überlegt, wie sollen wir diese Druckerausrüstung nur hierher bringen und dann hier bedienen, nutzen. Ich wusste, es war Gottes Wille für uns, eine Druckerausrüstung zu haben. Because he was giving it to us. Weil er uns das ja so einfach schenkte. And I had told the brother who was donating the printing press, und dem Bruder, der uns das schenken wollte, dem sagte ich, we don't know how to run a printing press. Wir wissen nicht, wie wir diese Maschine bedienen sollen. We don't have electricity. Und wir haben auch keine Elektrizität hier. We don't have a good road. Wir haben keine gute Straße. And he said, und er sagte, I will send someone to teach you. Ich werde jemanden mitschicken, der euch unterrichten kann. Receive it. Nehmt sie einfach an. God has put this in my heart. Und Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Or will you reject it? Würde man es dann noch ablehnen? Nein, wenn man eine solche Überzeugung hat, dann soll man sie annehmen. So I thought, it's my responsibility. Und dann dachte ich mir, es ist meine Verantwortung, find a piece of land that has electricity and road. Um ein Stückchen Land zu finden mit Strom und mit einer guten Straße dorthin. So I started looking for land. Also habe ich mich umgeschaut nach einem Stückchen Land. Made many trips. Und ich bin viel umhergefahren. And then I found a piece of land. Und schließlich habe ich ein Stück Land gefunden. In the country. Auf dem Land, abgelegen. With electricity. Dort gab es Strom. With a good road. Da gab es auch eine gute Straße dahin. And it was 2 hours away from my parents' missionary school. Und das lag ungefähr 2 Stunden Fahrt entfernt von der Missionsschule meiner Eltern. The price was reasonable. Der Preis war in Ordnung. So I thought, this is the place. Und so dachte ich mir, das ist wohl der Ort. So we bought the piece of property. Also haben wir dieses Stückchen Land gekauft. We never were able to move to that piece of property. Aber wir waren nie imstande, um letztendlich dorthin zu ziehen. That was not God's will. Es war nicht Gottes Wille. God had another piece of land. Gott hatte bereits ein anderes Stück Land. Much bigger. Viel größer. Much better. Viel besser. In another country. In einem anderen Land. And it was his purpose. Und es war sein Plan, to start another mission school in another country. Um in einem anderen Land eine andere neue Missionsschule zu gründen. And that's how the second Las Delicias began. Und so wurde dann das zweite Las Delicias gegründet. Las Delicias in Colombia. Und zwar Las Delicias in Kolumbien. That was God's will. Das war Gottes Wille. And it grew to be a big school. Und das wuchs heran zu einer großen Schule. With 2 vegetarian restaurants in the city. Mit 2 vegetarischen Restaurants in der Stadt. Publishing ministry. Mit einer Druckerpresse dort. Boarding academy and college with more than 80 students. Mit einer Internatsschule und College mit über 80 Studenten. An agricultural program. Mit einem Landwirtschaftsprogramm. A lifestyle center with over 20 patients. Mit einem Lifestyle Center mit über 20 Patienten. And evangelism and a lot of work for the Lord. Und wir machen viel Evangelisation und viel Arbeit für den Herrn. My ways are not your ways. Meine Wege sind nicht eure Wege, sagt der Herr. We need to understand and know God's will. Wir müssen Gottes Willen kennen und ihn verstehen. Learn how to discern his will. Lernt, wie ihr seinen Willen erkennen könnt. Especially now in the days we are living. Besonders in der Zeit, in der wir jetzt leben. We don't have much time. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Only God knows. Nur Gott weiß noch, wie viel Zeit. The enemy is advancing with his plans. Der Feind treibt seine Pläne voran. We see how the world is coming into a unity. Und wir sehen, wie die ganze Welt zu einer Einheit kommt. It's a false unity. Es ist eine falsche Einheit. But it's a confederation. Aber es ist eine Konföderation. It's a fulfillment of Revelation chapter 17. Und es ist eine Erfüllung von Offenbarung Kapitel 17. And as we see the world making progress in its plans, und wenn wir sehen, wie die Welt in ihren Plänen voranschreitet, we should have the burden, dann sollten wir die Last auf dem Herzen haben, as God's professed people,
als Gottes vorgebliches Volk? Am I fulfilling his plan? Ob ich seinen Plan wirklich erfülle? Notice what Revelation 17 says. Schauen wir mal, was Offenbarung 17 uns zu sagen hat. Verse 16 and 17 of Revelation 17. Offenbarung 17, Verse 16 und 17. And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen. And shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. Und werden sie einsam machen und bloß, und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. For God hath put in their hearts to fulfill his will. Denn Gott hat's ihnen gegeben in ihr Herz zu tun seinen Ratschluss. And to agree and give their kingdom unto the beast until the words of God shall be fulfilled. Und zu tun einerlei Ratschluss und zu geben ihr Reich dem Tier, bis das vollendet werden, die Worte Gottes. Brethren, if the beast and the dragon and the ten kings, liebe Geschwister, das Tier und der Drache und die zehn Könige, if they are going to fulfill prophecy, wenn diese schon die Prophezeiungen erfüllen, we should be fulfilling prophecy too. Wie viel mehr sollten wir dann die Prophezeiungen erfüllen? Much more. Viel mehr. Because God's prophecies of his goodness should be fulfilled in our lives. Denn Gottes Prophezeiungen seiner Güte sollten doch in unserem Leben verwirklicht werden. He needs to have a sealed people. Er braucht ein Volk, das versiegelt ist. Who will be doing a special work in this day of atonement. Ein Volk, das jetzt am großen Versöhnungstag ein ganz besonderes Werk erfüllt. Are we living in the day of atonement? Leben wir am großen Versöhnungstag? Do you believe that? Glauben wir das? When did the day of atonement begin? Wann hat der Tag, der große Versöhnungstag begonnen? 1844. Have you studied what happened in the Day of Atonement in the sanctuary service? Habt ihr studiert, was am großen Versöhnungstag im alten Heiligtumsdienst geschah? It was a special day where they did special duties. Es war ein besonderer Tag, an dem besondere Pflichten verrichtet wurden. The Hebrew people were supposed to take off their jewelry. Und das hebräische Volk sollte seinen Schmuck ablegen. They were supposed to not have a secular work on that day. Das hebräische Volk sollte an diesem Tag keine gewöhnliche Arbeit mehr verrichten. It was the day of atonement. Es war der Tag der Versöhnung. And now that we're living in the antitypical day of atonement, und jetzt, wo wir im antitypischen Versöhnungstag leben, God has special instructions for us as his people. Hat Gott ganz besondere Anweisungen für sein Volk. And a special work. Und eine besondere Aufgabe. We need to follow his will now. Und wir müssen seinem Willen jetzt folgen. If we follow his will, wenn wir seinen Willen befolgen, he will fulfill prophecy in our lives. Wird er die Prophezeiungen in unserem Leben erfüllen. Do you want to fulfill prophecy? Möchtet ihr die Prophezeiung erfüllen? God has a will for you. Gott hat einen Willen für dich. How can we know his will? Wie können wir seinen Willen kennenlernen? I would like to share with you a few principles from the Bible. Ich möchte mit euch einige Grundsätze aus der Schrift teilen. The first one, we already shared it. Den ersten Grundsatz haben wir bereits gelesen. Isaiah 55:8. In Jesaja 55, Vers 8. My ways are not your ways. Meine Wege sind nicht eure Wege. Don't suppose that your plans are God's plans. Erwartet nicht, dass eure Pläne Gottes Pläne sind. Go to God and say, what are your plans for me? Geht zu Gott und fragt ihn, was sind deine Pläne für mich? Not the other way around. Nicht andersherum. Oh Lord, I want to set a school. Nicht, dass man sagt, oh Gott, ich möchte gerne eine Schule gründen. Oh Father, I want to study this career. Vater, ich möchte gerne diese Ausbildung studieren. Please bless it. Bitte gib deinen Segen dazu. No, we need to pray differently. Nein, unsere Gebete sollen anders sein. Lord, if these are not your plans, wir sollen beten, Herr, wenn das nicht deine Pläne sind, show me your plans. Dann zeige mir deine Pläne. Because I want to do your will. Denn ich möchte deinen Willen tun. A second principle. Ein weiterer Grundsatz. Luke 22. In Lukas 22. And we read in verse 41 and 42. Lukas 22 und dort Vers 41 und 42. Here we read.
And he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed. Und er riss sich von ihnen einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Do you notice something? Habt ihr hier etwas bemerkt? How Jesus was praying? Wie hat Jesus gebetet? What was Jesus' desire? What was he feeling at this moment? Was war der Wunsch, das Verlangen von Jesus? Remove this cup from me. Es war sein Verlangen, nimm diesen Kelch von mir. He didn't want to drink it. Er wollte diesen Kelch nicht trinken. Because he was asking his father, remove it from me. Denn er bat seinen Vater, nimm ihn von mir. But he said, if thou be willing. Aber dann sagt er, wenn es aber dein Wille ist. But if not, I will drink it. Wenn es aber nicht dein Wille ist, dann werde ich ihn trinken. Thy will be done, not mine. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Second principle, deny yourself. Das ist der zweite Grundsatz. Verleugne dich selbst. Do not follow your feelings and your desires. Folge nicht deinen Gefühlen und deinen Wünschen. If you place your desires aside, wenn du deine eigenen Wünsche beiseite tust, if you lay your preferences aside, und deine eigenen Vorlieben beiseite tust, God can show you his will. Dann wird Gott dir seinen Willen zeigen. If you insist in what you want, und wenn du aber daran festhältst, was du möchtest, even though it might be a good thing, sogar wenn es etwas Gutes ist, you close your mind. Dann verschließt ihr euren Geist. And you cannot discern God's voice speaking to you. Und dann könnt ihr Gottes Stimme nicht mehr erkennen, wie sie zu euch spricht. Another principle, Psalm 119. Ein weiterer Grundsatz, den finden wir in Psalm 119, 1-3. Verse 1 bis 3. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Blessed are they that keep his testimonies and that seek him with the whole heart. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. They also do no iniquity, they walk in his ways. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Put sin aside. Legt die Sünde ab. If there are things that the Holy Spirit is convicting you, wenn der Heilige Geist dich von Dingen überzeugt, that you must forsake, die du ablegen musst, you need to forsake them. Dann musst du sie auch ablegen. Because the first work of the Holy Spirit, denn das erste Werk des Heiligen Geistes ist es, is to convince us of sin. Uns von Sünde zu überführen. In God's word, in Gottes Wort, in the Bible, in der Bibel, and also in the testimony, und auch the spirit of prophecy, in den Zeugnissen vom Geist der Weissagung, we have instruction to show us the principles. Da beinhaltet sich Unterweisung, wie wir uns an Gottes Grundsätze halten können. For every circumstance we will encounter in life, für jeden Umstand, jede Situation, der wir in unserem Leben begegnen. God will not tell us the name of the school to go. Gott wird uns nicht den Namen der Schule sagen, die wir besuchen sollen. But he will tell us how that school should be. Aber er wird uns sagen, wie die Schule sein sollte, die wir besuchen sollen. Because we have and we know the principles of true education. Weil wir die Grundsätze der wahren Erziehung kennen. So you can apply those principles to your circumstances. Diese Grundsätze können wir auf unsere Umstände anwenden. Your plans have to be in accordance to God's principles. Und deine Pläne müssen in Übereinstimmung sein mit Gottes Grundsätzen. There are occasions. Es gibt Umstände und Gelegenheiten. When God will give instructions. Wo Gott Unterweisung schenkt. That apparently do not go with his principles. Die offensichtlich nicht mit seinen Grundsätzen übereinstimmt. I'll give you an example. Zum Beispiel. Daniel in Babylon. Daniel, als er in Babylon war. Joseph in Egypt. Joseph in Ägypten. But in both those cases, aber in beiden Fällen, Joseph and Daniel did not choose to go to Egypt or Babylon. Haben sich Joseph und Daniel nicht dazu entschieden, nach Ägypten oder nach Babylon zu gehen, selber freiwillig. It was circumstances. Sondern es waren die Umstände, die sie dahin brachten. Providential circumstances. Umstände von Gottes Vorsehung. If in your circumstances, wenn deine Umstände, you're placed in a place, you're in a place that's not appropriate, dich an einen Ort stellen, der eigentlich nicht für dich geeignet ist,
where the influences are not good. Wo es keine guten Einflüsse gibt. You need to be as firm as Daniel and Joseph. Dann musst du so feststehen wie Daniel und Josef. Let's look at another, consider another principle. Betrachten wir noch ein weiteres Prinzip. Ecclesiastes 9:10. Und zwar in Prediger 9, Vers 10. In Ecclesiastes 9:10 we read. In Prediger 9, Vers 10, da lesen wir. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Was deine Hand findet, es zu tun, tu es mit all deiner Kraft. Whatever God has given you to do today. Alles, was für dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tu. Also was Gott dir heute zu tun gegeben hat, do it with all thy might. Tu das mit aller Kraft. When we do things in a mediocre way, in a halfway, not perfect, not well done. Also wenn wir Dinge nur halbherzig und unvollständig tun, that does not allow God to show us a broader way in the future. Dann kann Gott uns nicht einen größeren Weg vor uns öffnen in der Zukunft. Be faithful in what God has given to you to do today. Seid treu in dem, was Gott euch heute zu tun gegeben hat. This goes together with Luke 16:10. Und dieser Text gehört zusammen mit Lukas 16, Vers 10. Where we read, he that is faithful in the least will be faithful in the most. Wo wir lesen, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. So do the best in what God has already shown you. Tut also das Beste in dem, was Gott euch bereits gezeigt hat. Nothing less than the best. Nichts weniger als das Beste. Then God will reveal his will to you. Und dann wird Gott euch seinen Willen offenbaren. The voice of duty is the voice of God. Und die Stimme der Pflicht, das ist die Stimme Gottes. Irresponsibility. Wenn man unverantwortlich handelt, leaving your responsibilities here and going to another place and going to another place, und seine Verantwortlichkeiten abschiebt auf andere und dann von Ort zu Ort zieht, that is not based on principles. Das ist nicht auf Grundsätzen beruhend. Emotions. Das sind Gefühle. Inconsistency. Das ist eine Unbeständigkeit. Not according to God's character. Und die entspricht nicht dem Charakter Gottes. You will not discern God's will. Du wirst dann nicht Gottes Willen erkennen können. Proverbs 11, 14. Sprüche 11, Vers 14. Another principle. Ein weiterer Grundsatz. And here we read. Und da lesen wir. Where no counsel is, the people fall. Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. But in the multitude of counselors there is safety. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Ask for counsel. Fragt um Rat. But from whom are you going to ask counsel? Aber wen könnt ihr um Rat fragen? From experienced godly men and women. Von erfahrenen, gottesfürchtigen Männern und Frauen. Who have the fruits of the Spirit in their life. Die in ihrem Leben die Früchte des Geistes offenbaren. Who have gray hairs. Die graue Haare haben. And those gray hairs are in years of being faithful to God. Und diese grauen Haare sind gekommen von Jahren des treuen Dienens Gott gegenüber. It's a principle of the Bible as well. Das ist auch ein biblisches Prinzip. They will not choose for you. Sie werden für dich keine Entscheidungen treffen. They can analyze circumstances that you do not understand. Aber sie können gewisse Umstände analysieren, die du vielleicht nicht verstehst. That is another step we must follow. Und das ist ein weiterer Schritt, den wir befolgen können. In decisions, in making decisions. Wenn wir Entscheidungen zu treffen haben. Romans 8:28. Römer 8, Vers 28. In Romans 8:28 we read. In Römer 8, Vers 28 lesen wir. It's a promise that contains a principle. Da haben wir eine Verheißung, die einen Grundsatz beinhaltet. And we know that all things work together for good to them that love God. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. To them who are the called according to his purpose. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. If you have accepted God's calling.
Wenn du Gottes Ruf angenommen hast, if you truly want to do his will, und wenn du wahrhaftig seinen Willen tun möchtest, then God will arrange circumstances for you. Dann wird Gott Umstände für dich zustande bringen. It is called his providential leading. Und das ist die Führung seiner Vorsehung. God will open doors, Gott wird Türen öffnen, and he will close doors. Und er wird auch Türen schließen. And you will know which doors to follow. Und er weiß, durch welche Türen du gehen musst. But this is not the first step. Aber das ist nicht der erste Schritt. You first have to have followed the previous principles I shared. Du musst zuallererst den vorangegangenen Grundsätzen Folge leisten, die ich euch gerade erzählt habe. Otherwise you will not discern if God is the one opening the doors. Wenn wir das nicht tun, dann könnt ihr nicht erkennen, ob es Gott ist, der die Türen öffnet. The enemy also opens doors. Denn auch der Feind öffnet uns Türen. So don't take this principle as the first one. Nehmt also diesen Grundsatz nicht als den ersten an. It follows after the others. Einer folgt dem anderen. Philippians chapter 2. Philippa, Kapitel 2. There are just a few, but they're very important. We need to discern God's will. Es sind nur einige wenige Grundsätze, aber sie sind sehr wichtig, wenn wir Gottes Willen erkennen wollen. Verses 3 and 4. Und in Philippa 2, Verse 3 und 4. Let nothing be done through strife or vain glory. Tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen. Nothing in strife or vain glory. Nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen. If you're feeling anger or strong emotions, wenn du dich zornig fühlst, wütend oder starke Gefühle hast, don't make decisions based on your emotions. Dann treffe keine Entscheidungen, die nur auf deinen Gefühlen basieren. Reactionary behavior is not God's will. Ein solches Verhalten, das schnell auf Gefühle reagiert, ist nicht Gottes Wille. Even if you believe it is righteous indignation. Selbst wenn du meinst, es sei gerechte Entrüstung. Moses was righteously had righteous indignation against the Hebrew people. Mose hatte gerechte Entrüstung gegen das hebräische Volk. Because they were complaining against God. Weil sie gegen Gott murrten. And under this passion he smote the rock. Aber in dieser Leidenschaft hat er den Felsen geschlagen. Which verse? It does not correspond. Try to find the verse that says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." And it's the previous verses to that. Okay? So maybe it's together in verse 4. Moses was angry. Mose war zornig. Because the people were rebellious. Weil das Volk rebellisch war. And he smote the rock. Und er hat den Felsen geschlagen. But God's will was. Aber es war nicht Gottes Wille, sondern Gottes Wille war, dass er zu dem Felsen sprechen sollte. Never make decisions under strife or vain glory. Trifft also niemals Entscheidungen aus Zank oder um eitler Ehre willen. But in lowliness of mind. Sondern in Demut. Let nothing be done. Oh, look not every man on his own things, sondern, but on the things also of others. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. God's will, Gottes Wille, will not affect negatively those around you. Wird diejenigen um uns herum nicht negativ beeinflussen. In other words. In anderen Worten, if you believe God is showing you his will, wenn du glaubst, dass Gott dir seinen Willen zeigt, but that will affect your children against his principles for your children, aber wenn dieser Wille deine Kinder gegen die Grundsätze Gottes für Kinder beeinflusst, then how can it be God's will? Wie kann das dann Gottes Wille sein? Give you one example. Ich gebe euch ein Beispiel. In 1977, my mother had received a scholarship. Da hatte meine Mutter ein scholarship. When you get money to be able to go to university. Yeah, ein Stipendium bekommen. To study a PhD at Loma Linda University. Um dort einen Doktorgrad an der Loma Linda Universität zu studieren. She was a medical doctor. Sie war eine Ärztin. And they offered her a full scholarship. Und da haben sie ihr ein vollständiges Stipendium angeboten. Plus $1,000 a month.
plus $1,000 monatlich zusätzlich. And US citizenship. Und die Bürgerschaft von den USA. It's 1977. Das war das Jahr 1977. Back then, my father was happy. Mein Vater hat sich sehr gefreut. Providential. Das schien die Vorsehung zu sein. She can serve the Lord more with more knowledge. Mit mehr Wissen kann sie dem Herrn auch viel besser dienen. It was an Adventist university. Und es war ja eine adventistische Universität. She was a mature woman. Sie war eine reife Frau. The environment would not affect her. Und die Umgebung würde sie nicht zu sehr beeinflussen. The Lord used a person. Und der Herr hat eine Person benutzt. A wise counselor. Einen weisen Ratgeber. That asked my parents. Der meine Eltern fragte. Where are your children in these plans? Wo habt ihr auch an eure Kinder gedacht in diesen Plänen? My brother and I were 8 and 7 years of age. Mein Bruder und ich, wir waren 7 und 8 Jahre alt. We could not go with her. Wir konnten nicht mit unserer Mutter mitgehen. So we would live with my father. Also sollten wir mit unserem Vater leben. In Colombia. In Kolumbien. My grandmother would take care of us. Und meine Großmutter sollte für uns sorgen. And we would visit each other every 6 months. Und dann würden wir alle 6 Monate uns gegenseitig besuchen. When this special Christian lady asked, "Where are your children in these plans?" Als uns diese besondere christliche Frau fragte, habt ihr auch an eure Kinder gedacht in diesen Plänen? My parents discerned. Da haben meine Eltern erkannt. Verse 4. Vers 4 hier in Philipper 2. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was den anderen ist. And in that case, the others were her. Were who? Wer waren die anderen in diesem Fall? The children. Das waren die Kinder. It was not God's will. Und das war nicht Gottes Wille. We went back together as a family to Colombia. Und so sind wir als Familie zurückgekehrt nach Kolumbien. So if we take into account these principles, wenn wir also diese Prinzipien beachten, and if our desire is to do God's will, und wenn es unser Wunsch ist, Gottes Willen zu tun, He will reveal it to us. Dann wird ihn uns offenbaren. Remember, the most important one is the first one. Und erinnert euch daran, dass der wichtigste Grundsatz ist der erste. Lay your preferences aside. Lege deine eigenen Vorlieben ab. Pray the prayer of King David. Betet das Gebet von König David. Which is a prophetic prayer of Jesus. Das ist ein prophetisches Gebet in von Psalm Jesus. 40, verse 8. Im Psalm 40, Vers 8. I delight to do thy will. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Yea, thy law is within my heart. Ja, dein Gesetz ist in meinem Herzen. If we do God's will, wenn wir Gottes Willen tun, especially now in the times we are living, ganz besonders jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben, God will fulfill this promise in our lives. Dann wird Gott diese Verheißung in unserem Leben erfüllen. 1. John 2:17. 1. Johannes 2, Vers 17. It's a beautiful promise. Das ist eine wunderschöne Verheißung. And the world passeth away. Und die Welt vergeht. And the lust thereof. Mit ihrer Lust. But he that doeth the will of God. Wer aber den Willen Gottes tut. Abideth forever. Der bleibt in Ewigkeit. And forever is a long, long time. Und die Ewigkeit ist eine lange, lange Zeit. May God give you this experience. Möge Gott euch diese Erfahrung schenken. May he allow me to continue in this experience every day as well. Und möge ihr jeden Tag in dieser Erfahrung wachsen. This is my prayer. Das ist mein Gebet und lasst uns dazu niederknien. Himmlischer Vater, we want to be your children. Wir möchten deine Kinder sein. We want to be the brothers and sisters of Jesus. Wir möchten Jesu Brüder und Schwestern sein. But if we truly desire to be your children, und mit dem aufrichtigen Verlangen, deine Kinder zu sein, we must be willing to do your will. Müssen wir auch dazu bereit sein, deinen Willen zu tun. Help us to understand. Hilf uns zu verstehen, that your will is the best for our lives. Dass dein Wille das Beste für unser Leben ist. Help us to be willing. Hilf uns, willig zu sein.
To lay aside our preferences and our own plans. Unsere eigenen Vorlieben und Pläne beiseite zu legen. Lay them at the foot of your cross. Und dass wir sie an deinem Kreuze niederlegen. Deny ourselves. Dass wir uns selbst verleugnen. And tell you. Und dir sagen, Father, I delight to do thy will. Vater, deinen Willen tue ich gerne. I want to do thy will now here on earth. Deinen Willen möchte ich jetzt hier auf Erden tun. I want to please you. Ich möchte dir wohlgefallen. I want to help you fulfill prophecy in the end times. Und ich möchte dir helfen, jetzt in der Endzeit die Prophezeiungen zu erfüllen. I want to be your instrument. Ich möchte dein Werkzeug sein. This is our prayer, Heavenly Father. Das ist unser Gebet, himmlischer Vater. Hilf uns in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen.